Bist du? Keine Ahnung. Ich sehe Panzer und Soldaten. Die Uniformen sind über 100 Jahre alt. Aus dem Zweiten Weltkrieg, schätze ich. Hast du den Anführer der Soldaten gesehen? Nein. Ich glaube, von dem hast du uns erzählt. Der geborene Krieger, das Arschloch, das Jagd auf Baby gemacht hat? Er muss unser Ticket nach Hause sein. Keine Ahnung. Das ist erst mein zweites Mal. Und ohne Baby wird es schwer, ihn zu finden. Zum Glück habe ich dein BB bei mir. Es erwartet dich in bester Verfassung. Wo sollen wir uns treffen? Gibt es was Ungewöhnliches oder Einprägsames in deiner Nähe? Warte, bin in der Kanalisation.
Durch eine Öffnung kann ich einen eckigen Turm sehen. Direkt über mir. Alles klar. Ich finde das schon. Und suche einen Zugang zur Kanalisation. Kannst du erstmal dort warten? Gern. Ich bewege mich nicht. Wenn ich zu lange brauche, musst du das vielleicht. Was? Dieses Kriegerarschloch war nicht hinter mir her. Er wollte Bibi. Ah, scheiße. Genau. Wenn er nach jemandem sucht, dann nach dir. Oh nein. Los, beeil dich, Sam. Reiß dich am Riemen. Ich bin unterwegs. Und schließ das Bibi bloß nicht an. Das würde ihn direkt zu dir führen. Junge, Junge. Nicht, dass du das tun würdest. Du hast sie ja. Hab ich schon, weil ich Todesangst hatte. Trenn die Verbindung. Schnell. Na, schon erledigt. Er darf Bibi nicht bekommen. Wie? Wenn er mit seinen Soldaten auftaucht, was soll ich dann tun? Mich wehren? Wenn ich zwischen Bibi und mir wählen muss, also... Das wirst du nicht. Ich beende das Gespräch. Sam, ich habe kein leichtes Leben. Keine Frau, keine Kinder, keine Freunde. Und so suchte ich Trost. Suchte die Gesellschaft der Toten. Und mit der Zeit verleibte ich sie mir ein. Heute sind das 70% von mir. Aber dich zu treffen, hat mir die Augen geöffnet. Du bist was Besonderes, Sam. Thank you.
Lou. Das Kleine sollte wieder funktionieren. Lass mich mal. Oh, na schön. Vielleicht ist das ein besonderer Strand. Für im Kampf gefallene Soldat. Vielleicht sollten wir schnellstens verschwinden. Ja. Ich bin überrascht. Ich dachte, du hättest Baby schon entsorgt. Gutes Werkzeug wegwerfen? Niemals. Und? Teilt ihr noch Erinnerungen? Verstehe. Warte hier. Ich muss mich wohl um andere Erinnerungen kümmern. Ich erledige ihn. Dann kommen wir beide hier raus. Weißt du, Sam, ich beginne zu verstehen, warum Bibi dir so wichtig ist. Ach? Es ist nur ein Werkzeug. Sein Leben und Tod sollten nicht von Belang sein. Aber trotzdem haben wir eine Bindung aufgebaut, nicht wahr? Es ist mehr als ein Werkzeug. Das heißt Lou. Lou, hä? Schöner Name. Oh.
Wir brauchen Verstärkung! Vorrücken! Wo bist du, Bibi? Mein liebes Bibi. Deckung zurückziehen! Bewegung! Reinstecken darf.
Lou. Lou? Wie geht's klein Lou? Keine Reaktion. Na, sieh mal an. Anscheinend mag mich das Kind. Ihr zwei wart bewusstlos. Ich ließ euch herbringen. Du hattest recht. Was du dort auch getan hast, es hat uns in unsere Welt zurückgebracht. Fracht und Ausrüstung sind in deinem privaten Kasten. Ihr habt einen ganzen Tag geschlafen, als wärt ihr tot. Ich bin schon wieder in Capital Nord. Fragiles Strand erweist sich als ziemlich praktisch. Sam, ich muss mich entschuldigen. Lou war der Name für dein eigenes Baby, wenn es überlebt hätte. Ich hätte früher darauf kommen müssen. Keine Ahnung, wovon du redest. Ich bin auf Aufzeichnungen von vor 10 Jahren gestoßen. Ein Tod, ein plötzlicher, mitten in einer kleinen Stadt. Eine junge Frau in der Blüte ihres Lebens. Niemand ahnte was, bis es zu spät war. Ein leerer Sturz. Ihr Ehemann, ein Mitglied von Bridges, hatte Dooms. Er wollte, aber er kam nicht rechtzeitig zu ihr. Die ganze Stadt verschwand von der Landkarte. Zurück blieb nur ein riesiger Krater. Und er. Denn er war ein Wiederkehrer. Die Leute wollten antworten. Hatte der Mann den Leichnam seiner Frau versteckt? Der einzige Überlebende war der einzige Verdächtige. Es war einfach, ihn zu beschuldigen. Und das tat man. Und es dauerte nicht lang, da beschuldigte man auch Bridges. Der Mann fühlte sich verantwortlich, also ging er fort. Und seine verstorbene Frau, ihr Name war Lucy. Sie war schwanger gewesen, die Ärmste. Und sie hatten auch schon einen Namen für ihren Sohn. Lou. Daraus wurde nichts. Oh, doch. Präsidentin Strand hat's mir erzählt. Sie redete ständig von dir. Er hätte nicht gleich alles zurücklassen müssen, sagte sie. Hältst jetzt mal die Fresse? Ganz ruhig, Sam. Setz dich. Ich habe dir von meinem Körper erzählt, der zu 70% von Kadavern genährt ist. Willst du den wahren Grund erfahren? Denn was du gehört hast, habe ich bloß erfunden. In Wahrheit bin ich Frankensteins Monster. Synthetisch. Gezüchtet aus pluripotenten Stammzellen. Und als der Lebensfunke nicht auf all meine Organe übergriff, ersetzten sie die fehlerhaften mit denen der Toten. Ich habe keinen Geburtstag. Ich bin eine seelenlose Fleischpuppe. Kein K. Ein Toter. Traditionell geborene Menschen haben Strände. Du hast einen. Bibi auch. Mir fehlen solche Verbindungen. Keine Mutter, kein Jenseits, kein Strand. Verstehst du jetzt, wieso mir das alles so wichtig ist? Wieso ich zu Bridges ging? Das Schlachtfeld, das war ein wirklich schrecklicher Strand. Aber komisch, ich hasste ihn nicht, denn ich wusste, dass du mich holst. Das habe ich noch nie gespürt. Eine Verbindung zu irgendjemandem. Du hättest nicht gleich alles zurücklassen müssen. Damit hatte die Präsidentin wohl recht. Da war nichts, das ich zurückließ. Schließlich war ich dort noch nie willkommen. Komm, sogar ich war willkommen. Ach, das hattest du in der Hand. Eine alte Erkennungsmarke. Amerikanisch.
War nicht leicht, sie dir abzunehmen. Clifford Unger, wie du siehst. Ich habe unsere Datenbank befragt. Hab ihn gefunden. Er war bei den Special Forces. Kämpfte im Kosovo, Irak, in Afghanistan. Das ist er. Tja, mehr habe ich bis jetzt nicht gefunden. Du bist bestimmt voll mit chiraler Materie vom Schlachtfeld. Zeit für eine Dusche, sag ich. Oh, dieses Mal komme ich nicht mit. Das mit Die Hardman hat sich erledigt. Ich habe dafür gesorgt, dass unsere nicht aufgenommen werden. Habe ich eine Bitte. Geh nach oben zum Lieferterminal, wenn du soweit bist.